Alles dreht sich bei der Ouvertüre des Wiener City-Marathons um die Nachwuchsläufer. Dabei ist es heuer ein Jubiläum, denn bereits zum insgesamt 25. Mal gibt es diesen Junior-Marathon. Und seit 1990 sind insgesamt 72.000 Mädchen und Burschen mitgelaufen. Bevor wir uns dem spannenden Coca-Cola Run 4.2 widmen, schauen wir uns an, welche Stimmung und welche Stimmen Caroline Pflanzl unmittelbar vor dem Start eingefangen hat. Woher kommt ihr? Oberdorf an der Weg! Was ist heute die Motivation, da mitzulaufen? Mädchen beeindrucken auf jeden Fall. Nein, keine Ahnung, mal seine eigenen Grenzen zu erfahren und keine Ahnung. Vorhin haben mir Jungs gesagt, sie laufen, weil sie die Mädels beeindrucken wollen. Ja, das war wieder klar. Warum wollte die Mama, dass du läufst? Weil ich ein bisschen abnehmen sollte. Was haben sie sich denn vorgenommen? 12 Minuten war letztes Jahr die Siegerzeit. Na, das werden wir nicht schaffen, aber 17 Minuten ist unser Ziel. Mit dabei auch Athleten aus dem Projekt Rio 2016 und Sportminister Gerald Klug. Auch Andreas Wolter, der diesen Lauf 2007 gewonnen hat, geht als Motivator an den Start. Ja, es sind sicher natürlich so Veranstaltungen wie die, die man als Sportler braucht, wenn natürlich irgendwo eine Rückmeldung oder was für seine Sportart, für seine Leistungen braucht man ganz einfach. Und was Besseres als da kann man einfach nicht haben. Wie gesagt, die Kinder werden da wirklich gefeiert, haben ein eigenes Event. Und das ist natürlich für jeden, der da dabei ist, ist das natürlich richtungsweisendes Event, wahrscheinlich, wenn er fort beim Laufen zu bleiben. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach an den Träumen festhalten, Ziele zu haben, gemeinsame Ziele zu haben und einfach daran zu arbeiten und darauf hinzutrainieren. Das ist, glaube ich, ja, das Wichtigste daran. Wie geht es Ihnen beim Laufen? Oh, bitte nicht besonders. Also ich glaube, heute habe ich das Ziel nicht, um zu gewinnen. Und ich werde neben ein paar Kindern einfach jetzt mitlaufen und sie motivieren und dass wir alle miteinander Spaß haben. Die 4 Kilometer lange Strecke führt vom Herz-Jesu-Spital auf der Landstraße Hauptstraße weiter in Richtung Wien-Mitte, über die Weißkirchner Straße auf den Stubenring, dann weiter auf den Opernring und in Richtung Heldenplatz, dem Ziel. Rund 3000 Teilnehmer sind es heuer, die beim Coca-Cola Run insgesamt teilnehmen. Vor allem für die ambitionierten Nachwuchsleistungssportler ist diese Veranstaltung ein echter Gradmesser. Weil auch die schnellsten Läufer dieser Altersklasse mit von der Partie sind. Siegerzeit im letzten Jahr war 12 Minuten und 8 Sekunden, damals herausgelaufen von Lukas Pertl, der altersbedingt heuer nicht mehr mit dabei sein kann, ist natürlich abzuwarten und spannend, ob diese Zeit auch heuer angegriffen werden kann und gelaufen werden kann. Geschwindigkeit, ja, liegt dabei etwas mehr als 3 Minuten für den Kilometer, also eine ambitionierte Geschwindigkeit bei den 10- bis 18-Jährigen, die diesen Coca-Cola Run 4.2 bewältigen. Es ist natürlich, wie es Andreas Wolter im Interview vorher angesprochen hat, mittlerweile ein sehr prestigeträchtiges Rennen für die Elite-Nachwuchsläufer. Da tummeln sich ja natürlich schon unter 16 und unter 18 Staatsmeister hier im Teilnehmerfeld. Ja, und in dieser Gruppe, die sich schon jetzt absetzen konnte, in Richtung Rochusmarkt unterwegs auf Höhe der Landstraße, ganz vorne Lukas Sinn. Der Wiener, der Fünfter war im letzten Jahr beim Coca-Cola Run 4.2. Paul Stüger hier links im Bild mit der Startnummer 2341. Er war Zweiter im letzten Jahr, zählt auch zum engen Favoritenkreis für den Sieg heute über die 4 Kilometer Distanz. Vom LTV Babak Köflach. Und rechts im Bild zu sehen war Maximilian Friedrich, der Salzburger, 17 Jahre alt. Auch er hat schon etwas vorzuweisen, war österreichischer Meister im Crosslauf. In der
unter 18 Jahrgangswertung. Und da hat sich schon eine Neunergruppe herauskristallisiert. Wobei immer noch Lukasin das Tempo macht in dieser Spitzengruppe. Das schnellste Mädchen hier im Bild, Karin Gosek, 14-jährige Slowenin. Sie war insgesamt 22. im letzten Jahr und zweite bei den Mädels hinter Julia Milonik, der letztjährigen Siegerin, die auch altersbedingt heuer nicht mehr teilnehmen kann. Führt hier zwischenzeitlich die Slowenin in der Mädchenwertung. Ja, und fast im Gleichschritt hier die Spitzengruppe. Und etwas dahinter, aber auch schon mit einem sehr schönen Vorsprung, Karin Gosek. Ich habe es erwähnt, 14 Jahre alt, aus Slowenien, mit großen Ambitionen, möchte ja auch 2016 bereits über die 5000 Meter in Rio mit dabei sein. Ja, immer noch Lukasin gibt dir das Tempo vor, traut sich noch niemand hier dieser Spitzengruppe zu enteilen. Die Entscheidung, die wird mit Sicherheit erst dann auf den letzten 200-300 Metern fallen. Hier im Bild Sarah Fockner vom LC Saalfelden. Sind hier schon unmittelbar vorm Überqueren des Windflusses, also in Richtung Ring bereits die Spitzengruppe unterwegs. Ja, Windfluss wird überquert von der Burschenspitzengruppe. Hier nochmal zu sehen Sarah Fockner, die aber schon, was die Mimik verrät, mit dem Tempo zu kämpfen hat. Die Jungen ja fast ideal, vielleicht ein wenig zu warm an diesem Nachmittag. Ja, und die schnellsten Burschen, die biegen hier ein, bereits auf den Parkring, haben somit die Hälfte der Strecke bereits absolviert. Am Bild in der Spitzengruppe hat sich weiter wenig verändert. Links im Bild hier Paul Stüger. Und in der Mitte der führende Lukasin, rechts dann im Bild Maximilian Friedrich, das die drei, die momentan hier auch weiter in der Spitzengruppe dominieren. Die Läufer bewegen sich vorbei am Schwarzenbergplatz und es geht weiter mit relativ hohem Tempo in Richtung Oper, dem nächsten markanten Bauwerk hier
auf den letzten Metern vor dem Ziel, dem Einlauf in den Heldenplatz. Ja, Philipp Pertl, der Mann mit der Brille hier rechts im Bild, fällt da etwas zurück und es liegt wohl dann an Paul Stüger, Maximilian Friedrich und Lukas Sinn hier, sich die Plätze 1 bis 3 untereinander auszumachen, weil Philipp Pertl hier etwas abfällt. Das Spitzentrio fast im Gleichschritt unterwegs in Richtung Ziel, in Richtung Heldenplatz beim Coca-Cola Run 4.2. der in Wahrheit 4 Kilometer lang ist, das hat verkehrstechnische Gründe, also zur Ursache. Und das Trio biegt gleich ein und läuft dann in wenigen Augenblicken durch das äußere Burgtor in den Heldenplatz und da wird es einen Zielsprint geben, der die Entscheidung hier bringen wird. Und ganz vorne ist Paul Stüger, der hier noch am meisten Kraftreserven zu haben scheint. Auf Platz 2 im schwarz-roten Trikot, das ist Maximilian Friedrich. Und dritter ist Lukas Sinn. Paul Stüger auf dem Weg zu seinem ersten Sieg beim Coca-Cola Run 4.2. Er siegt vor Maximilian Friedrich und Lukas Sinn. In einer Zeit von 12 Minuten und 17 Sekunden bleibt daher 9 Sekunden über der Bestzeit aus dem letzten Jahr. Vierter wird Philipp Pertl. Philipp Pertl wird Vierter. Gratulation zu diesem Sieg. Welche Bedeutung hat es denn, sowas zu gewinnen? Ja, danke. Also die Bedeutung ist relativ groß für mich. Also ich bin jetzt schon zum vierten Mal dabei und das ist heuer erst das erste Mal, dass ich das für mich entscheiden kann. Und das war schon ein recht tolles Gefühl. Was haben Sie denn besser gemacht als die Jahre zuvor? Also ich habe sicher ein Jahr gut trainiert und habe viel auf den Zielsprint gesetzt und das ist zum Glück auch aufgegangen. Sie haben vorhin gesagt, das war sehr schnell, sehr schwierig. Warum denn? Ja, also der Luca, die Konkurrenz, hat das Rennen ziemlich schnell gemacht und deshalb war das auch sehr schwer zu laufen, aber das ist zum Glück gut gegangen. Siegerin bei den Mädchen wird die Slowenin Karin Gosek, die erst 14-Jährige, gewinnt in einer Zeit von 13 Minuten 47 über die 4 Kilometer die Wertung der Mädchen. Ja, letztes Jahr waren wir auch schon da und da bin ich Zweite geworden. Dieses Jahr habe ich gewonnen und es ist ein großartiges Gefühl. Was haben Sie denn besser gemacht als letztes Jahr? Naja, ich habe hart trainiert, habe meinen Spaß an der ganzen Sache. Wir just have fun and training. Ja, und wie gesagt, viel Training. Sie möchten sicher profimäßig später mal laufen. Sind die Olympischen Spiele ein Thema für später? Ja, wir denken, dass ich es bis Rio 2016, bis zu diesen Olympischen Spielen schaffen werde. Ich möchte die 5000 Meter laufen. Ich liebe, über die längere Distanz zu laufen. Zweitschnellstes Mädchen und beste Österreicherin wird Fiona Aschenbrenner mit einer Zeit von 14 Minuten 49. Und dritte wird Julia Rosner aus dem Burgenland. Vierte Sarah Fockner, die zuerst auf Platz 2 gelegen ist. Das Mädchen aus Salzburg. Ja, das war die